Hi Leute, in diesem Video will ich euch mal zeigen, wie man von einem Fenster die Laibungen rausputzt und die Kanten vorne schön gerade bekommt. Viel Spaß! Okay, wie ihr hier seht, ist das die Fensterlaibung von dem Fenster, das ich verputzen will. Und die ist hier so aufgebaut. Ich habe hier eine Silikatplatte rangeklebt aus Mauerwerk. Die dient zur Schimmelvermeidung, weil hier bildet sich besonders gerne Kondenswasser, weil ja hier die kälteste Stelle ist an der Wand. Und da die hier alkalisch ist und sehr gut feuchteregulierend ist, die Calciumsilikatplatte, verhindert die Schimmelbildung. Hoffentlich. Und was ich hier schon gemacht habe, ist, ich habe hier schon einen Unterputz aufgetragen auf die Wand in dem Raum. Da kommt dann später jetzt hier noch einen Oberputz drauf, einen Kalkputz. Das hier, der Unterputz, ist ein Kalkzementputz. Was ich natürlich hier vergessen habe beim Unterputz auftragen, ist hier gleich so eine Eckbewehrungsgitter reinzulegen. Also das würde ich euch empfehlen, wenn ihr den Unterputz aufgetragen habt und der noch schön feucht ist, nehmt hier so eine Eckgewebeschiene und drückt die hier mit rein, weil dieses Eckgewebeband verhindert dann, dass euch hier in diesen Materialübergängen im Oberputz Risse entstehen. Also das ist hier ein anderes Fenster, bei dem habe ich das richtig gemacht. Also hier habe ich quasi in dem Unterputz dieses Gewebe mit reingearbeitet und das geht hier quasi um die Ecke. Also das läuft so circa bis hier und läuft dann hier um die Ecke rum mit dieser Stabilisierungskunststoffschiene und geht dann auch noch hier in die Laibung rein. Aber nichtsdestotrotz, ich werde jetzt das versuchen, ein bisschen zu korrigieren, indem ich jetzt nachträglich noch ein Gewebeband reinmache und dann die Ecke nochmal detailliert ausbilde. Als allererstes muss ich sicherstellen hier, dass meine Kante schon mal halbwegs gerade ist und ich nicht hier irgendwelche Überstände habe. Wie ihr seht, es gibt hier noch so Überstände, die reinstehen, die würden mich jetzt stören und die stoße ich jetzt einfach mal ab mit einer Kelle. Einfach mal drüber. Lieber jetzt ein bisschen mehr abstoßen als weniger, weil wir müssen jetzt dann so und so noch eine Kleberschicht auftragen, mit dem wir die Eckschiene setzen. Okay, jetzt ist es gerade und jetzt versuche ich den Staub mit dem Staubsauger wegzusaugen. Nachdem jetzt alles schön sauber ist, grundiere ich jetzt die Laibungen und die Kanten. Für die Laibungen benutze ich jetzt hier diese Silikatgrundierung. Die sind zwar eigentlich schon vorgrundiert, die Platten, als ich sie gekauft habe, aber ich habe sie hier ein bisschen verletzt an den Rändern, wie ihr hier zum Beispiel seht. Und deshalb schmiere ich jetzt hier nochmal ein bisschen was drüber. Da, wo es verletzt ist, saugt es wesentlich mehr. Für die Kanten hier, da wo der Putz anschließt, benutze ich eine normale Haftgrundierung. Also, das ist jetzt einfach so eine Aufbrennsperre, Schrägstrich Haftgrundierung, die ich hier schön rumstreiche. Jetzt muss ich das alles erstmal trocknen lassen. Laut Beschriftung von der Grundierung muss ich jetzt mindestens 24 Stunden warten, bevor ich weitermachen kann. Während die Grundierung trocknet, kann ich allerdings schon mal die Anputzleisten setzen. Wie ihr die Anputzleiste anbringt, seht ihr in Teil 1 dieser Videoserie, welche ich letztens veröffentlicht habe. Okay, was wir jetzt als nächstes machen, nachdem die Grundierung getrocknet ist, ist, wir kleben diese Eckschienen hier ran. Die Eckschienen erleichtern uns dann später das Abziehen von dem Putz. Und ich benutze hier immer diese Trockenbau-Kunststoff-Eckschienen. Es gibt auch die in Metall, aber die haben eine zu kleine Nase. Die hier haben ziemlich genau eine 3 mm Nase und ich finde, das passt genau, wenn man einen 3 bis 4 mm Oberputz aufzieht, dann kann man da noch schön abziehen. Wenn ihr den Metall nehmt, das ist meiner Meinung nach immer zu wenig. Und jetzt nehme ich hier ein bisschen Uniflott Gipsspachtelmasse, die ist eigentlich für diese Trockenbauplatten gedacht, aber kann man auch prima hier verwenden, um das reinzukleben. Also, um jetzt die Eckschiene einzuarbeiten, fange ich an, hier diese Schnittfläche ein bisschen einzuspachteln, dass die überall schon ein bisschen Gips gesehen hat und ein bisschen eine Kontaktschicht aufbaut. Gehe einfach mal so ein bisschen drüber.
Da unten schön voll machen. So, und jetzt gehe ich auf der anderen Seite und mache da auch Sattmaterial ran an die Wand. Ich habe auch überlegt, ob man statt dem Uniflat, was ich hier verwende, direkt einen Putz benutzen sollte oder so Eckschienen-Setzmörtel. Aber habe mich dann dagegen entschieden, weil dieser Uniflat-Spachtel hier, der ist so schön geschmeidig und relativ schnell erhärtend. Und deshalb ist der, denke ich, sehr geeignet, diese Schienen da reinzusetzen. Falls ihr da andere Erfahrungen habt oder einen Kommentar habt, lasst mich wissen. Würde mich sehr interessieren, ob andere das auch so machen. So, jetzt habe ich hier das schön eingespachtelt. Und was ich jetzt mache, ist, ich habe hier so ein Gewebeband. Und mit dem Gewebeband will ich jetzt die Ecke hier noch ein bisschen bewehren, um Rissbildung zu vermeiden. Weil gerade hier in dem Übergangsbereich zwischen Putz und der Silikatplatte ist schon die Gefahr, dass sich die Materialien unterschiedlich dehnen. Und deshalb arbeite ich hier das jetzt rein. Mache ich so hier, ich lege es jetzt hier einfach hin. Schau, dass ich ein bisschen Überlappung mit dem anderen Gewebeband habe von der Anputzleiste. Und jetzt streiche ich es kurz rein mit der Kelle. So, genau. Gut. Und jetzt nicht in Versuchung kommen, hier das um die Ecke rumzuknicken. Das funktioniert nicht. Was dann passiert ist, ich zeige es euch mal hier, wenn ich das knicke, dann kommt es hier wieder raus. Das wölbt sich einfach nur. Lasst es erstmal einfach so und das machen wir dann zusammen mit der Eckschiene rein. Ich mache jetzt noch hier ein bisschen mehr Material rein, dass unsere Eckschiene schön hinterfüllt ist und keine Hohlräume sich bilden. Okay, so. Jetzt sind wir bereit, die Eckschiene reinzusetzen. Und ich setze sie jetzt rein und drücke quasi jetzt gleichzeitig hier das Gewebeband um die Ecke rum. Seht ihr so? Wichtig hier nicht hier drücken, sonst wandert sie auseinander. Immer schön an den Seiten drücken. Und jetzt sollte hier auf jeden Fall relativ viel Material rausquellen. Wenn da nichts rausquillt, dann habt ihr nicht genug aufgetragen und es besteht die Gefahr, dass euch die Farbe abplatzt später dann, wenn das nicht vernünftig hinterfüllt ist. Mal schön fest andrücken, bis ihr spürt, dass ihr mit allen Seiten an der Wand berührt. Ja, die Finger werden halt hier ein bisschen dreckig. So, aber jetzt bin ich drin. Und jetzt ziehe ich mal das überschüssige Material hier so ab. Und dann schauen wir mal, wie wir sitzen. Immer hier, wo noch ein bisschen was rausschaut, die Löcher schön reinarbeiten. Und jetzt können wir mal hinhalten, die Kelle. Ich mache es mal glatt. Und ihr seht, wir sollten hier so ein bisschen einen Schlitz haben dazwischen, den wir dann später noch mit Feinputz auffüllen können. In beide Richtungen. Also schaue ich hier und dann schaue ich hier auch. Hier haben wir auch noch ein bisschen. Das sieht man jetzt zwar ein bisschen schlecht. Ich ziehe es nochmal glatt, dann sieht man es vielleicht nochmal ein bisschen besser. Erstmal das Material hier so ein bisschen in die Richtung. Und da ist schon echt viel. So, und jetzt drücke ich es schön rein und ziehe einmal hoch und dann können wir es nochmal überprüfen. Das Nervigste ist immer der Fenstergriff. Da bleibt man immer kleben dran.
beim Abziehen jetzt nicht über die Abziehkante, sondern über die Fläche hier. So, jetzt schaue ich nochmal. Es ist ein bisschen da, aber es könnte noch ein bisschen mehr. Jetzt drücke ich es noch ein bisschen hier so rüber, dass wir ein bisschen mehr Überstand kriegen mit der Abziehkante. Also ich würde das gar nicht wirklich in die Waage setzen, weil eure Wand ist ja schon gerade und der liegt hier schon an. Genauso wie eure Leibung, die habt ihr ja auch in die Waage ausgerichtet. Und viel korrigieren kann man nicht. Da würde ich eher auf diese Drehung von dem Eckprofil Acht geben, dass ihr quasi auf allen Seiten genügend Überstand habt. So, und so lasse ich das jetzt. Wenn es dann ausgehärtet ist, dann könnte man vielleicht noch ein bisschen drüber machen und die Löcher komplett schließen. Weil wenn ich jetzt noch viel rummache, dann verschiebe ich mir die Position mal wieder. Und keine Sorge, das was hier vorne dran ist, wenn das ausgehärtet ist, kann ich es einfach abstoßen. Das ist kein Problem. So, und jetzt kommt die schwierigste da oben noch. Weil da habe ich nur ganz wenig Platz nach oben. Und da werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen, hier so ein Gitter reinzumachen. Da werde ich jetzt hier einfach nur die Ecke reinsetzen. So, das obere kann ich jetzt passend ablängern, nachdem ich die Seiten drin habe. Merke ich mir, ich längs erstmal grob ab und dann das letzte Stück fein. Zum Ablängern, Seitenschneider ist ideal dafür geeignet. Einfach so zwicken und dann auf der anderen Seite nochmal. Ja. Manchmal geht es dann gleich sofort durch und manchmal muss man nochmal einen Zwicker machen. So, jetzt schauen wir, es müsste jetzt ein bisschen zu lang sein. Hoffentlich. Oh, gut gehabt. Passt ganz genau. Okay, habe ein bisschen Trennfix hingeklebt, dass ich nicht meine Decke hier versau. Und jetzt schauen wir mal, ob das klappt. Das wird ein Spaß. Ja. Und jetzt nach oben noch. Ja, das ist echt schwer hier. Vor allem in die Kante kriege ich ein bisschen wenig Material rein. Das ist ein bisschen traurig. Okay, dann setzen wir es mal rein. Schauen wir mal, ob das genügend quetscht. Ich ziehe es hier noch so ein bisschen mit vor. Genug drin. Ja. Jetzt habe ich hier ein Problem mit dem Gewebe. Ja, das kriegt man dann schon wieder raus. So, und jetzt ist es halt hier schwer. Ziehe ich jetzt mal so runter schnell. Jetzt kann ich es hier so abziehen. Es geht ja nicht so genau, kommt da noch eine Schicht drüber. Muss jetzt erstmal nur halten. So, jetzt schauen wir nochmal die Übergänge an. Hier müssen wir ein bisschen rein. Genau. Und hier sind wir schon ein bisschen tief, aber da kann ich nicht viel weiter raus. Millimeter Versatz hier. Kann ich den noch ein bisschen rein, ja. Ja, jetzt passt. Okay, das war's. Jetzt sind die Leisten drin. Jetzt lasse ich es mal trocknen, dann stoße ich hier die Kanten noch ab, dass alles schön sauber ist. Und dann bin ich bereit für die Leibung zum Rausputzen, weil das sollte jetzt dann relativ einfach gehen. Wir können jetzt hier an der einen Lippe mit der Kelle anstehen und auf der anderen Seite stehen wir hier an der Leiste an. Okay, aber jetzt erstmal mindestens einen Tag trocknen. Jetzt habt ihr gesehen, wie ich diese Eckschienen reinbaue
und auch ein bisschen Armierungsgewebe mit reinbekomme, um Rissbildung zu vermeiden. In dem nächsten Video werde ich euch dann zeigen, wie ich das hier mit Putz auffülle und schön glatt filze, damit wir eine schön gleichmäßige Oberfläche bekommen. Also, falls ihr mitkriegen wollt, wann ich ein neues Video release, subscribt auf den Channel. Das hilft mir auch sehr, meinen Channel wachsen zu lassen und motiviert mich, neue Videos hochzuladen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!